For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute ist ein Procamerus reticulatus champeianus. Champeianus ist die, die kleinbleibende Unterart des Netzpythons. Der ist irgendwie gerade ein bisschen schlecht gelaunt. Dwarf oder Super Dwarf, sagt man eigentlich dazu, Super Dwarf Ritik, ne, die Champeianus, sind wirklich, wirklich sehr klein. Interessanter, aber deswegen eigentlich auch der Grund, wieso ich den euch zeigen wollte. Aua, der hat echt Hunger. Wer einen Netzpython kennt, wie groß ein normaler Netzpython aus dem Ei raus ist, der ist schon, also ein normaler Netzpython ist schon deutlich dicker wie mein Daumen. Und diese Super Dwarf-Netzer, also der hier hat, wenn man es jetzt nicht meinen könnte, aber der hat schon oft bei uns gefressen oder schon 4-5 Mal hat der gefressen, ne? Also ist schon ein bisschen gewachsen. Aber die kommen wirklich sehr klein zur Welt. Ne? Die kommen zur Welt wie so ein, schon fast wie so ein Teppichpython, sage ich immer als Vergleich. Ne? Wenn man mal schaut, wie dünn der ist. Also der ist an der dicksten Stelle dünner wie mein kleiner Finger. Ne? Also das ist vom Durchmesser vielleicht ein Viertel vom normalen Procamerus reticulatus. Und schon daran kann man diese Super Dwarf eigentlich ganz gut erkennen in dem Alter. Was sie auch noch unterscheidet, ist die Zeichnung. Wenn man mal hier schaut, diese Super Dwarfs haben einfach eine bisschen andere Zeichnung wie der klassische Reticulatus. Daran sieht man es eigentlich auch ein bisschen an der Netzzeichnung, ne? dass es sich um einen Super Dwarf handelt. Deswegen mein Intro-Tierchen heute für euch. Dass der mich hier nebenher fressen will, habe ich natürlich nicht geahnt im Vorfeld. Jetzt gucke ich, dass ich den wieder losbringe und bis gleich. Die Zuchtsaison 2021 ist in vollem Gange. Wir haben schon, ich glaube, so gute 150 Gelege liegen. Ich hoffe, dass wir noch mindestens 100 mehr bekommen. Eins der größten Projekte dieses Jahr ist dieses Patternless X Projekt. Da haben wir eine Folge drüber gemacht. Hier eins von diesen Patternless Tieren. Das klappt auch wirklich gut. Da haben wir jetzt 5 Gelege haben wir, ein 6. Gelege kommt noch. Wir haben dieses Patternless mit Cinnamon verpaart. Da war ja der Verdacht, ob vielleicht was Schwarzes rauskommen kann. Wir haben Patternless mit Patternless verpaart. Wir haben Patternless mit dem ursprünglichen Afrika-Tier verpaart. Also das ist für mich eigentlich das Spannendste diese Saison. Der Patternless selber, da wird der eine oder andere vielleicht sagen, na, ist ja nur einfarbig, habt ihr recht. Aber als Grundstein für vieles andere, ne, oder wie gesagt, das Ganze in Schwarz oder also ich glaube, da hat man jede Menge Spielmöglichkeiten. Deswegen freue ich mich unheimlich auf dieses Projekt. Ansonsten sind wir natürlich unsere Sunset-Geschichten am Weiterverfolgen. Das ist klar, Sunset ist nach wie vor eins der heißesten Projekte für mich zumindest. Und ansonsten sind auch schon ein paar hübsche geschlüpft und die zeige ich euch jetzt. Hier ein paar Highlights aus unserer Zucht. Fangen wir ganz klassisch an. Albino Piebald, das ist jetzt nichts Neues, wird der eine oder andere von euch sagen, nur gibt es ja schon ewig. Trotzdem wunderschöne Tiere, züchten wir seit vielen Jahren. Dieses Jahr war wieder ein wirklich gutes Jahr für Albino Piebalds, haben wir jetzt schon einige gezogen. Absoluter Klassiker, wunderhübsch und denke ich, wert ihn zu zeigen, auch wenn es nichts völlig Neues ist. Dann haben wir hier, da hatten wir verpaart Pastel Superstripe mit Bongo Cypress. Ne? Pastel Superstripe war das Weibchen, der Vater war Bongo Cypress. Also ich denke, es ist ein Pastel Spectre. Entweder Bongo oder Cypress. Ne? Pastel Spectre Bongo oder Pastel Spectre Cypress. Eins von beiden muss es sein.
erinnert auch wegen so an Super Gravel oder Highway oder sowas insgesamt. Also das war so wegen mein Gedanke. Ich glaube, dass dieser Bongo oder aus Cypress, ich weiß nicht, ist er auf dem, also ist er allel zu dem Yellow Belly Highway Komplex oder ist er nah dran, um das mal so primitiv auszudrücken. Aber deswegen, also die Tiere erinnern immer stark dran. Haben wir dieses Jahr so zum ersten Mal gezüchtet. Finde ich wirklich auch sehr gelungen. Wunderhübsches Tier. Und deswegen ein Highlight zum euch mal hier zeigen. Dann haben wir... Wir haben ein Afrika-Tier, das nennen wir Afrika Black. Das Tier selber ist relativ schwarz. Wenn wir es weiter züchten, es kommen Tiere raus, die schon so ein bisschen oder die definitiv vermehrt schwarz drin haben. Vielleicht so IMG-mäßig, ne? Increase Melanin Gene, sagt man so. Aber es kam noch nie so der Oberkracher raus. Jetzt haben wir es dieses Jahr mal mit Champagne verpaart. Das ist also sozusagen Champagne Black oder Black Champagne. Bei dem Champagne kommt das Schwarz eigentlich ganz gut durch. Gefällt mir auch recht gut. Also Champagne springt ja eh unheimlich auf Farben an. Ne? Wenn man beim Champagne irgendeine Farbe reinmacht, verändert es den Champagne sehr schnell oder ziemlich stark. Ne? Auch mit Heterotieren zum Beispiel. Wenn ein Champagne Head für irgendwas ist, selbst dann verändert er seine Farbe schon ziemlich deutlich. Und dieses Black mit hier drin finde ich auch recht hübsch und gelungen. Dann kommt ein ganz oder ein recht umstrittenes Ding. Wir haben dieses Jahr unseren ersten Scales gezüchtet. Ich weiß, Scales ist ein Reizthema für viele. Die Tiere selber, also Kornadern Scales züchte ich seit Jahren. Ich behaupte, einer Scales Kornader geht es gut. Die hat kein Problem mit ihrem Scales. Bei Königspütern ist es neu. Beim Königspütern fehlen auch die Bauchschuppen bei den Scales. Ne, man sieht es hier. Also im Gegensatz zu Kornadern. Kornadern haben am Bauch noch Schuppen. Die Königspütern haben auch am Bauch keine Beschuppung. Was ich mir vielleicht ein bisschen als Problem vorstellen könnte beim Kriechen, beim Fortbewegen, wird sich herausstellen. Ist unser erster, wie gesagt. Dürft ihr gern darüber diskutieren, ob ihr Scales gut oder schlecht findet. Was hier noch dazu kommt, das ist ja ausgerechnet ein Spider. Das nicht ganz gewollt, aber in meinem Head Scales ursprünglich steckt Spider mit drin. Deswegen habe ich dieses Spider-Gen auch noch drin. Das hätte ich natürlich ganz gerne raus, zumindest bei den Scales. Ja, könnt ihr gern drüber diskutieren. Lasst euch drüber aus, um Gottes Willen, wie furchtbar oder ach, wie hübsch. Ich persönlich im Moment, mein erster Gedanke ist, ach, wie hübsch. Dem Tier geht's gut, hat sich jetzt frisch gehäutet vor ein paar Tagen. Hat noch nicht gefressen, ist also jetzt gerade die erste Häutung hat er hinter sich. Wir haben noch kein Futter angeboten. Der kriegt jetzt die nächsten 2-3 Tage das erste Mal Futter. Und bin ich gespannt drauf, wie der kleine Kerl sich weitermacht. Ich freue mich drauf und bin gespannt. Und bin auch gespannt auf eure Kommentare. Dann, wir machen recht viel mit Super Gravel, das wisst ihr. Haben ein Projekt, das ist Super Gravel mit Ultramehl. Und das Spannende, also das hier ist ein Super Gravel Head für Ultramehl. Ne? Wir hatten schon mal ein ähnliches Tier, da waren wir nicht sicher, ist das jetzt Ultramehl Super Gravel oder ist Super Gravel nur hetero für Ultramehl. Und dieses Jahr haben wir den Beweis. Also dieses Tier ist Super Gravel Head für Ultramehl, aber diese die Farbe vom Ultramehl kommt schon unheimlich durch hier, ne? Dieses Orange vom Ultramehl. Also selbst als Hetero schon ein unheimlich hübsches Tier. Aber den Beweis, den ich gerade erwähnt habe, habe ich hier. Hier haben wir ein Ultramehl Super Gravel, ne?
Also sieht man farblich schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Ultramehl, Super Gravel, hole ich gerade nochmal das andere Tier raus. Und das ist Super Gravel Hetero für Ultramehl. Ne? Also hier die, der Visible Ultramehl und hier der Hetero dazu. Glaube ich auch eine sehr hübsche Sache. Ne? Super Gravel allein sieht schon toll aus. Der Head sieht noch toller aus und der Ultramehl Super Gravel finde ich, also für mich, glaube ich, so dieses Jahr bis jetzt mein größtes Highlight. Zu guter Letzt noch etwas bisschen banaleres, aber nicht desto trotzdem immer sehr hübsch. Da haben wir ein Banana und den haben wir mit unseren Creme verpaart. Das ist Banana Creme. Ich glaube, der Creme wirkt sich schon noch mal auf die Bananafarben aus. Also Banana allein ist ja wirklich schon sehr hübsch, aber der Creme verstärkt noch mal wegen die Flankenzeichnung. Ja, hübsch den Banana noch mal insgesamt ein bisschen auf, ne, mit den hellen Flecken, mit der Flankenzeichnung. Also das hier Banana Creme. Kein Riesenunterschied zum Banana, aber einfach noch mal ein klein bisschen ein Aufhübscher für diesen Banana. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick in die Brüter. Ne? Ihr seht hier die ganzen Brutapparate, die sind recht voll. Hier sind wir jetzt Gelege 55 bis 58 ist am Schlüpfen. Hier ist relativ interessant was drin mit Clown und Clown Bongo Pastel. Gucken wir mal rein. Ja, guck mal hier, das ist, das müsste Clown Bongo Pastel sein. Der Kopf hier sieht auch nach Clown Bongo Pastel aus, denke ich. Der, wo sich da gerade verkriecht, wahrscheinlich auch. Ja, sowas hier. Natürlich schon, also Clown immer eine hübsche Sache. Und gerade der Bongo im Clown drin macht sich super. Und dann noch Pastel mit dazu. Also wird bestimmt auch ein weiteres Highlight hier von dieser Saison. Wenn die Brutraum-News für euch interessant sind, gern einen Daumen hoch lassen. Das ist so das Feedback. Kommen genug Daumen nach oben, machen wir gern noch ein zweites oder womöglich gar noch ein drittes für diese Saison. Wir sind bei Gelege 50 von, ja, wie gesagt, vielleicht so 250, schätze ich mal. Das heißt, die ersten 20% sind erst rum. Also da kommt noch viel mehr dieses Jahr. Wenn es euch interessiert, lasst einen Daumen hoch und ich zeige euch mehr. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt und bleibt mir treu.